Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP. Oh, ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla 2. In der letzten Folge waren wir in den, ja, Epsilon-Ruinen, sehen wir ja gerade hier. Ich befinde mich ja genau davor und, ja, haben gegen Odin gekämpft, der diese in Daten verwandelten Menschen aus den Ruinen, die einer ganz alten Zivilisation angehörten, beschützt hat. Und ja, da haben wir den Wegweiser geschnappt und jetzt brauchen wir Geld. Ich habe schon wieder ein bisschen gefarmt und ja, stehe kurz vor Level 55. Das hat seinen Grund, weil ich ab Level 55 mit jedem Charakter irgendeine Fähigkeit bekommen habe. Irgendwann mit TP, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ja, die holen wir uns dann doch lieber onscreen. So, dann habe ich mich noch ein bisschen hier umgeschaut in dieser Gegend und habe so ein, zwei tolle Sachen gefunden. Und zwar ist hier nämlich erstmal eine Schatztruhe. Und zwar dort. Bams. Und darin befindet sich ein blendender Blitz. Wow, geil. Ein natürlicher, ein nützlicher Extraktor, der drei Elemente extrahiert. Okay. Ich habe noch nicht reingeguckt, deswegen habe ich das auch ein bisschen überrascht. Sehr schön. Lass mal gucken. Ja, lass mal so. Ich habe schon hier alles so nachgeguckt. So, dann habe ich noch was Schönes gefunden. Und zwar hier ungefähr. Da. Eine Katze. Na? Nelly gefangen. Und Nellys Halsband. Okay, das war jetzt auch nicht geplant. Aber perfekt. So, ich habe schon mal eine Katze vorgeschickt. Und was haben wir bekommen? Ein Katana. Okay. Sehr schön. So, dann holen wir uns noch mal ein paar Katzen. Katana. Nicht sehr beeindruckend. Zum Glück, wir waren echte Waffen. Ja, Scheide auf. Habe ich nicht dabei. Okay. Ja, das Halsband, das können wir auch abgeben. Da gehen wir mal nach Drellin und geben wir die Mission ab. Ich kann auch wieder ein, zwei erledigen. Und wir müssen ja sowieso ein bisschen Geld reinbekommen, deswegen, ja, kommt das gerade gelegen. Aber das machen wir noch nicht in dieser Folge. In dieser Folge machen wir nämlich Bams, das hier. Eins habe ich sogar schon gefunden. So, aber erstmal muss ich... Wo steht das hier? Nellys Halsband. Ich muss meinen Ton lauter machen, ich höre nämlich gar nichts. So. Dann habe ich hier noch irgendwie... Ja, genau, das hier. Kann man noch nicht machen. Oh, Bronzemedaille, leck mich. Kann man noch nicht machen. Oh. So, ich mache mal ganz viele Elite-Monster. So, das hier könnten wir abgeben. Und ja. Arklanz sind wir super. Jetzt kommt hier sowas. Hier, Barnauer Höhenstraße. Ich weiß nicht, wo die ist, aber ich habe ganz viele Missionen, die in diesem Gebiet sind, in Sachen Monster. Da wollte ich eigentlich offscreen machen, aber ging ja nicht, weil ich keine Ahnung hatte, wo die war. Vielleicht ist sie in der Nähe von Fenmont. Ja, ich gebe dir 900.000 Gold, genau. Ja, nimm 200.000 Gold und lass mich in Ruhe. So. Hör natürlich immer noch Weihnachtsklamotten an. Wir haben ja so Weihnachtszeit immer noch. Das könnten wir auch direkt machen. Oder auch nicht. Ja. So. Nur was Geheimnis. Ups, da. Ludger. I was hoping to discuss a matter of a personal nature. A private call? Well, well. When did you two get so close? We'll step away so you can speak in peace. Please don't. I would like all of you to hear this. I understand that Nova has revealed highly personal information about me. In retaliation, I would like to divulge Nova's private secrets. Uh-oh, she found out. Revenge doesn't get so much colder than this. I don't know that it would be appropriate for us to hear a young lady's secrets. Tut das nicht, Vera. Eine solche Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Ja, okay. Oh, warum Elvin? This is so exciting. Let's hear it. Very well.
When she was a college student, Nova fell in love with the older brother of one of her classmates. In a fleeting moment of courage, she bought him a present and went to his apartment to confess her love for him. However, the target of her affection was not home. Flustered, Nova gave the gift to his younger brother, who had answered the door, and fled without saying a word. Wait, what? As a result, the younger brother, for whom Nova had no feelings whatsoever, was left with a mistaken conviction that she confessed her love to him. Because when it matters most, Nova's heart is every bit as cowardly as her mouth is bold. Was she talking about who I think she was talking about? Wow, two birds with one phone call. This must be what they call karma. Karma? Warum Rache des Himmels? Welches Mabo Curry? Okay, ich wollte eigentlich noch was ganz anderes machen. Luger's Mabo Curry is light on the spice? Yeah, because it's L-style. It's pretty good. I see. Well, that sounds like something even I could enjoy. Hold. Ne. Luger, the Mabo Curry you made for L looks quite tasty, but I very much enjoyed trying your spicy adult recipe. And I do mean 4-star spicy. Piling on spice hardly makes something an adult recipe. Luger, is there any way I could convince you to make the adult version next time? For the both of us? The both of us? Klar, warum nicht? Ja, klar, warum nicht? Oh, that would be delightful. Just imagining the hot pepper and star anise flavors in a proper spiced curry blend. I'm sweating already. I can't eat any of that. Alas. Sometimes even the geezer gets to have his way. I'm sure Gaius is looking forward to tasting the blistering heat of a well-spiced Mabo curry as much as I am. And die beiden. Children, what kind of grown-up does that? Indeed. This is his revenge for me commissioning that second printing of his poetry anthology without his approval. He writes poetry? He does. For all his talk of spiciness, his soul runs sickly sweet. Oh man, die beiden. Hey, der Weihnachtsmann. Ach, sind nur Alvin und Leia. Oh, der Weihnachtsmann. Ach, es ist nur Ron. Oh, der Weihnachtsmann. Ach, es ist nur Elise. Okay. Ich bin immer nur einzig wahre Weihnachtsmann. Das sieht so geil aus. So, wir hatten uns eigentlich was vorgenommen, und zwar wollte ich ein paar Elite-Monster kaputt knüppeln. Wen nehme ich denn alles mit? Ich baue nur so ein paar Titel hier. Ich weiß, ich habe es irgendwie hier mit den Titeln, aber egal. Und zwar möchte ich... Wo ist es? Bams. Mal gucken. Hier. Diese drei fehlen mir irgendwie. Alle mit Musi. Musi, Elise, Rowan und Leia, okay. Dann nehme ich mal euch mit. Habe ich die Strategie schon wieder umgestellt? Ja. Wenn man nicht auf Screen hier war, dann machen wir. So. Ich meine, Gemüsesticks. Ja, gut. Dann heile mich mal irgendjemand hier. Okay, das habe ich auf Screen aufgehört. Nur die alten natürlich. So, dann gucken wir mal. Ich habe einen gefunden. Und zwar war der irgendwo hier in der Nähe. Muss ich nur mal wiederfinden. So. Hier ist übrigens nichts mehr. Man kann gar nicht mehr in die Ruine rein. Die ist vollkommen zugeschüttet. Finde ich ein bisschen komisch. Aber egal. Das hat irgendwie so ein Splitterdimension-Only-Dingen ist. Komisch. Ich hätte da gerne irgendwie so ein bisschen Musik gelauscht. Und da will ich noch gar nicht hier nicht wieder ein. Bams. So. Jetzt müssen wir hier ein ganz kleines bisschen laufen, dann finden wir das. War irgendwie so ein riesiges Pferd, war das, oder? Auch gruselig. Würde ich sagen, wir schauen uns auch mal irgendwann, gucken wir irgendwann mal, ob wir auch nach, Fenmont können, irgendwie. Weil, schon wieder 200.000. Weil da
gibt es entweder eine Charaktermission und da wollte ich gar nicht rein. Ja, ich brauche noch ein paar. Warte mal. Bams. Na, wieso kann ich nicht? Ja. Mach mal mit ihr. Warum kann ich nicht? So, jetzt kann ich. Bams. Und Bams. Und so tot. Buah. Viel Geld, was? Ja, zurückerlangte TP. Was haben wir bekommen? So, und Jude hat eine Fertigkeit erlernt. Sehr schön. Alternatives Flitzen. Okay, so, zurückerlangte hier. Stell 50% der TP wieder her, die du beim letzten Mal verbraucht hast. Okay. Einfach so? Immer? Sag mal nett. Dämonisches Duo. Okay. Für wen war das jetzt? Naja. Dynamisches Duo, Rowan und Muse. Ach, Rowan, ah. Leia und Muse, okay. Dann muss ich mit Elise verbinden. Okay. Kein Ding. Mach ich doch gerne. Jederzeit. So, irgendwo hier war das. Hier war irgendwie so eine Kreuzung und da war das Viech. Bams. Warum sage ich die ganze Zeit Bams? Was soll das eigentlich? Hab doch eine Macke. Na, da. Guck ich das mal an. Wahrscheinlich ist das Viech voll winzig, wenn ich dagegen kämpfe, aber egal. Perfekt, meine Links sind abgelaufen. Andere kriegt er hier. So, komm mal her. So, das Viech macht uns jetzt fertig, ne? Windraser. 52, Dank des Lebens. Oh Mann. Was? Ach, ich bin betäubt. Leck mich. So, Elise, komm mal her. Verdammt. Oh, sehr gut. Schön, alle im Weihnachtsoutfit gegen das Viech. Die Folge müsste ja ungefähr so am. Weiß ich nicht. Genau, heute den 25. Mal. Erster Weihnachtstag. Am zweiten Weihnachtstag müsste halt hochgeladen werden. Ne? Wenn ich mich nicht irre. Wow. Ach so. Das soll mal so machen. Ich brauche nur die Stabverlängerung ein bisschen. Au. Muse. Why you do this? So, komm her. Jetzt mache ich dich platt. Ah, dieser Angriff, der kann die Gegner irgendwie nicht fesseln. Das nervt voll. Fuck, jetzt konnte ich keine Dings machen. Leck mich. Mein Gott. Stell mich hier wieder blöd an. Na toll, jetzt hat mich das Ding aufgehalten. Ja, Betäubung. Oh, sehr gut. Oh, das sieht heftig aus. Hat sie auch, glaube ich, in Dings eingesetzt gegen uns. Hilfe. Ich will mal Stabverlängerung machen. Das ist so schwer mit ihr. Mein TP. Oh, sehr gut. Ich hatte nicht noch Stärke. Ey. Nicht auf Elise. Ey, voll auf Elise. Losgegangen, der Blödviech. Ey, mein Gott. Es hat viel schnell. Mein Gott. Ey, der Viecher rennt zu sehr hin und her. Und meine Dings bringen gar nichts. Nehmen wir. Ja.
Hilfe. Warum sind die Viecher so viel stärker als irgendwie... Oh, sehr gut. Das ist die Bosse, die offiziellen Bosse. Bist dich. Ich will mehr erschaffen als nur dich heute. Und BAMS! Sehr schön. So, und... Achso, ich mache mit Leia. Verdammt. Jetzt nehme ich mit den Knarren auf. Was ist mit dem Viech? Er fährt ab, oder was? Wusch. Hat es nicht so gemacht, aua. Ich baue mal kurz TP, ne? Ich nehme mal kurz was. Hey, hier geblieben. Zack. Oh, super. Das ist überhaupt nicht gemacht, aber das Viech ist gleich tot, das ist gut. Und zack. Und tot. Bams. Ja, sehr schön. Und alle sind so am Boden. Alle Mädels. War Ludgard war zu hart. Oh Gott. 1000 Schwerter. Donnergroll. Und zurück erlangte TB. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Links ich bekommen habe. Okay, eins haben wir geschafft. Noch eins geht schon. Meine Katze ist zurückgekehrt. Und schwarzer Gürtel. Okay. Ohrenschützer, sehr gut. Was noch? Relin, wah. Spirus AG, wah. Hier fehlt noch ein Viech. Hier fehlt noch was. Zack. So. Warte mal, erstmal bei jedem Dingens hier. Ausrüsten. Schwerkraftschutz. Und wenn du 0 AZ auf dem Boden liegst, okay. Hast du nicht links bekommen hier? Level 55, das Dingen. Zurückerlangte TP doch. Okay. Warum sollte man das denn nicht ausrüsten, hallo? Hier. Mein Gott, sie hat noch viel zu viel. Ich nehme mal an, jeder hat das gelernt. Wie könnt ihr es wagen? Halt, 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 wir sind alle voll geeilt, hallo? Fell! So, schon wieder zu gierig. So, dann ab nach Drellin. Mission abgeben, nächste annehmen. Nächstes Monster kaputt kloppen. So kommen wir locker wieder an 200.000 ran. Mich nur noch die anderen finden. Ja, ich weiß, du magst schöne Orte. Ist gut, Jude. Ja, ne, außerdem bauen wir ja noch so die Punkte hier. Bronzemedaille, ey, das dauert doch zu lange. So, wo ist das nächste? Häufig sieht stark aus. Cooles Auge, Exoplasma. Ja, ja, stimmt. Mein Gott, gibt das viel Geld. So, wo ist das hier? Felgana-Mine. Okay, und das hier ist eine Tatalian-Kluft. Ist hier eine Tatalian-Kluft nicht irgendwas erledigen? Nee, okay. Dann. Ich habe jetzt gar nicht den Titel bekommen, ne? Wo ist das? Hier, Leia und Muse, Ron und Muse. Mann! Warte mal. Wie weit dauert das denn noch? Hier. Ron und Muse haben sich noch gar nicht verbunden. Leia und Muse auch noch nicht.
ich halt irgendwann im Offscreen machen und dann nachholen. Eigentlich, Elvin, komm du mal mit, obwohl du bist voll im Eimer. Vielleicht könnte ja Brecher nützlich sein. So, wir haben wieder Geld, das heißt, wir können das mal wieder ausgeben. Ich habe gerade voll meine Gemüsesticks verballert. Für Dingens hier, für diesen. Wo ist denn jetzt schon wieder Dingens? Ach da, ma. So blöd hier versteckt das Dingen. So, wenn wir noch zwei erledigen, dann können wir schon wieder was zurückzahlen. Gut, ne? Okay, auf zur Felganamine. Schon, du können wir was machen und in. Ich nehme an, Fenmont ist das. So auch nochmal erkunden irgendwann. Felganamine, Felganamine, Felganam. Hier. So. Schon wieder hier drin. War ich irgendwie zu oft in den letzten Parts, habe ich so das Gefühl. Aber egal. Nur das Viech finden und dann raus hier. Das ist wahrscheinlich, boah, ich weiß genau, das ist erst ganz am Ende, ne? Wir gegen diesen einen Boss im ersten Teil gekämpft haben. Ne? Leck mich doch. Ich darf nicht. Warte mal, ich habe eine Idee. Leia. Wo ist das Ding denn hier? Objektwissen. Machen wir das hier mal. Ja, ne, ich hätte mir vielleicht ein paar Objekte kaufen sollen, ich Idiot. Weil falls wir dann gegen Monster kämpfen und dann flüchten, dann können wir Geld hoffentlich bekommen, wenn wir flüchten. Oder? Nö. Oder ich hatte jetzt Pech. Kann auch sein. Bist du denn für einer? Seid ihr auch schon hier rumgelaufen letztes Mal? Geh weg. 1500 Gold, sehr schön. Wow. Nein. Nein. Ey. Er hat gar nichts gemacht. Okay, dann lassen wir mal. Fragst ja, wie viel sie stiehlt, ne? Vor allem irgendwann hat ein Boss was richtig Geiles und dann bereue ich das. Ich kenne das doch. Ich glaube, wenn wir gegen so Elite-Monster kämpfen, dann kann ich nicht einfach so sagen, nochmal versuchen, ne? Dann ist das, glaube ich, da muss ich neu laden, oder? Ich weiß das gar nicht. Ja. Ja. Ja, ich untersuche die ein bisschen, weil die Ärzte, die die hinterlassen, diese Steine, die sind, glaube ich, auch sehr gut zum Verkaufen geeignet. Ich habe irgendwann mal irgendwas gehabt, was irgendwie 20.000 wert war, aber das ist, glaube ich, nicht aus dieser Mine. Und der Rest war auch irgendwie so 2.000 oder so wert, was ich immer gefunden habe. Ich habe immer mal eine Katze gefunden, ne? Bist der das noch? Ja, in der Kolosseum. Hier ist ja auch so ein Typ, der wartet irgendwie auf jemanden, der im Kolosseum erfolgreich war. Den könnten wir uns, das Kolosseum könnten wir auch noch irgendwann mal machen. Also irgendwann werden wir das definitiv machen, aber mal gucken, wann. Kolosseum ist normalerweise nicht so leicht, deswegen sollten wir das so ein bisschen später machen. Finde ich. So, Quarz. Ich kann schon wieder. Nee, okay. Ja, wenn die kaputt gehen, dann kann ich sie nicht mehr untersuchen. Das macht irgendwie Sinn, ne? Sieht denn hier so aus? Mein Gott, was lernt ihr denn für ein Mist? Nehmen wir das hier. Boah, nur noch Arzt, ey. Hier, Schadenskontrolle lernt das. Sofort! Und du lernst. Geistanteil, hier. Nimm mal so ein dunkles Ding, damit es schneller gehen. Der Viech ist genau da, ne? Felswalzer, ah. Rockmarch. Ach ja, kann ich nicht. Ah. Wo ist denn hin? Hier hin. Nee. Doch.
Nee. Doch. Meine Güte. Wow. Fertigkeit erlernt, sehr schön. So. Ein bisschen am Mikro noch richten. Seriengebrauch, Dirigent 4. Erstmal. Na! Irgendwann, wenn ich alles gelernt habe, gleich, glaube ich, schon sehr früh, bevor ich das Spiel durchgespielt habe, der Fall sein wird, werde ich mir die ganzen Sachen mal angucken und dann alles professionell ein bisschen verteilen. So, ich speichere jetzt mal hier. Weil ich genau weiß, dass das Viech da ist. Warum habe ich jetzt da gespeichert, ich Idiot? Den müssen wir jetzt in 4 Minuten schaffen. Machen wir das? Okay. Oh, meine Gemüsesticks, die halten nicht, was? Verdammt, ich bin dran. Ja. Nur Angriffskraft und so wird gestärkt, was? Du bist genau das Viech, was ich mein Leben lang gesucht habe. Das macht uns jetzt fertig, ne? Boah, ist so ein Hammerzam, das ist genau das gleiche Viech. 45, was? Okay, ich mach was. Ja, genau wegen dem Angriff, genau. Dem natürlich vollkommen recycle, ich krieg da Kotzen. Oh, Powertreffer. Oh Gott, meine Waffe, die bringt's. Komm her. Weihnachtspower. Mein Gott, wie viele Dings hat er denn schon verloren? Und zack. Aua. Okay. Okay, langsam. Meine Güte, wie lange sind die betäubt? Hallo? Was bist du denn? Meine Güte. Verdammt. Ich dachte. So kann man es auch machen. Und jetzt noch den hier. Wenn du jetzt in den Boden reingehst, dann wird das richtig nervig. Ja, genau das. Oh, das sieht merkwürdig aus. Mach das nicht nochmal, bitte. Verdammt, ich habe keine Mystik gerade eingesetzt, ich Idiot. Du müsstest doch doppelt Demon Fang einsetzen können, nur so 2 Schwerter. Und ich komme jetzt da hoch, ne? Aua. Oh Mann, das Viech ist richtig nervig. Au. Jawohl. Ach Mann, hör auf mit dem Mist. Au. Seh dich. Eine rote Nase, wie gesehen. Bist du auch Rudolf? Der Red Nose rennt hier. Warum ist er denn jetzt nicht mehr anfällig? Ich dachte die ganze Zeit, ich habe einen Powertreffer gemacht. Warte mal, hast du Dingens? Egal. Aua. Hat dieses eine Ding gemacht, was... Oh, nee. Nicht ihr. Okay, sehr schön zu wissen. Wenn diese Linkscharge schon nicht so wenig abziehen würden, ganz ehrlich. Weil du bist gleich tot, das beruhigt mich.
Ich glaube, wenn ich gar nichts mache, dann füllt sich gar nicht meine Dingens. Meine Anzeige. Da bilde ich mir nur ein. Sehr gut. Ich glaube, du bist tot, ne? Ne, bist du nicht. Nein, er ist mir entflohen. Er ist meine Mystikart entflohen. Sehr gut. So, jetzt bist du dran. Aber wer soll nicht? Storm Destroyer. Zack. So, sehr schön. Jetzt sehe ich jetzt, wie viele Elemente erst wir bekommen. Ja, ich habe nur voll Berg voller Schulden. Komm, der Titel, immer auf die Schwachen. Okay. Sehr gut. Meine Katze. Monokel. Habe ich den nicht schon mal? Im Tiefwald fehlt uns noch eine Katze. Nein, fehlen uns noch so viele Sachen. Erstmal mal hier, vielleicht kommt eine Katze. So. Ne, Fertigkeiten. Ne, auch nicht. Zurückerlangte TP, genau. Dann mal noch hier. Nix. Überleben. Schnellladung, die Ladegeschwindigkeit erhöht sich. Ja. Nein, mir fehlt ein Ding. Gibt's ja nicht. Na gut, gehen wir erstmal hier raus nach Drellin. Oder Mill, ist ja vollkommen egal. Geben die Mission ab. Mit der Monster macht man in der nächsten Folge weiter. Erstmal kaufe ich ja erstmal wieder ein paar Sachen. So. Ich kann es ausgeben, weil ich es jetzt wieder bekomme. Sehr gut. Wollen wir noch irgendwas machen? Nee, ne? Banauer Straße. Ich muss, würde gerne mal wissen, wo die ist. Dauert noch so lange, bis man Silberabzeichen bekommen. Ey, das gibt's ja nicht. Was nächstes machen wir, weiß ich nicht. Das hier? Der Tartalian-Club fertig. Ja. Würde ich sagen. Speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2. Ich bleibe mich alle zuschauen und sage Tschüss!